Ich bin Sion schon, das ist ZockerCut. Herzlich willkommen zu einer neuen Tuning-Treffen-Runde hier auf meinem YouTube-Kanal, die im letzten Livestream aufgezeichnet wurde. Das Thema der heutigen Runde ist bunte Farben. Das wurde von Boss Gaming im Livestream als Thema vorgeschlagen. Als erstes haben wir hier von CJ einen kleinen Cabrio, der orange gefärbt ist und in der Mitte, ich glaube, so einen roten Strich hat. Das sieht ganz nice aus und passt auch zum Thema bunte Farben, grelle Farben auf jeden Fall ganz gut dazu. Dann der Max bringt uns einen giftgrünen Rennwagen, einen Sportwagen mit vielen Stickern oben drauf, die natürlich das ganze Auto nochmal um einiges bunter gestalten und mit einer schwarzen Motorhaube vorne. Das nächste Fahrzeug gehört mir, das ist ein Cheetah, der ist jetzt nicht unbedingt so bunt wie manche andere der Fahrzeuge hier, der ist einfach in einem sehr hellen Blau und in schwarz gehalten. Der Emre hingegen hat hier ein türkises Fahrzeug. Ich glaube zumindest, dass das türkise oder zumindest so ein ganz, ganz, ganz helles Blau. So eine Mischung aus Blau und Grün eben. Und das sticht auf jeden Fall farblich auch sehr stark heraus. Er hätte vielleicht das Dach noch ein bisschen anders färben sollen. Das ist ja schwarz. Und das Thema bunte Farben würde natürlich vielleicht eine andere Dachfarbe ganz gut untermauern. Aber naja, sieht auf jeden Fall trotzdem nice aus. Der Marcel hat dann ein violettes Fahrzeug mitgebracht, mit unserem Crew-Logo auch vorne oben drauf und grünen Reifen. Also das Auto ist wirklich eine bunte Katastrophe, das passt hier perfekt rein. Hier hingegen dieser Centorno, glaube ich, oder Cheetah, ich bin mir nicht sicher, den der FIFA Cup mitgebracht hat, der ist naja, ein bisschen unpassender, würde ich mal sagen. Der ist nämlich nur in so einem komischen Rotton, der jetzt auch nicht unbedingt grell ist, gehalten. Der Path hingegen hat dann wieder ein türkises Fahrzeug mitgebracht, mit blauen Felgen, glaube ich. Sieht auch sehr nice aus und passt auf jeden Fall ebenfalls zu dem Thema. Genauso wie dieses Auto hier, das ist auch, glaube ich, so eine lila Art von Dacer. Wie schon gesagt, grelle Farben passt hier auch perfekt dazu und vorne mit einem komischen Bild drauf. Der Real Life hat hingegen wieder nicht so gut aufgepasst bei der Thematik. Der hat uns nämlich einen weißen Felzer mitgebracht, was jetzt nicht unbedingt für bunte Farben spricht. Und als letztes gibt es dann noch das Auto vom Lost Hero. Der hat uns, ich glaube, einen Cheetah oder einen Centorno mitgebracht, der auch wieder passend bunt gestaltet ist. Doch jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Welches dieser Fahrzeuge gefällt euch am besten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt mir auch gerne Themen für weitere Tuning-Treffen, die ich hier machen könnte, in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Also mein Favorit ist, glaube ich, das türkise Fahrzeug mit dem schwarzen Dach oder gleich der erste Cabrio, den ich zu Beginn gezeigt habe. Wie schon gesagt, schreibt mir eure Favoriten gerne in die Comments. Gut, das war's jetzt mit dieser Episode der Tuning-Treffen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung dalassen und auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr wollt. Ansonsten seid nicht traurig, dass jetzt zwei Tuning-Treffen-Videos hintereinander gekommen sind. Natürlich kommen da auch wieder andere Formate, aber es hat sich gerade so ergeben, dass es für mich einfacher war, diese beiden Videos hintereinander zu produzieren. Gut, das war's jetzt nun aber. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.